Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Big Farm hier auf der wunderschönen Map Neubartelshagen. Sehr schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und ihr habt den richtigen Zeitpunkt erwischt. Es gießt hier ohne Ende. Wie schon vorher zu sehen ja war im Wetterbericht, es wird regnen und das heißt, wir mussten jetzt erstmal die Ernte einstellen. Der Häcksler steht hinten beim Händler, den habe ich mittlerweile wieder aufgefüllt mit Siliermittel und ich habe auch schon unseren Drescher wieder in Position gebracht. Das werdet ihr aber dann gleich sehen, weil jetzt fahre ich erstmal hier mit dem Case zum Händler, weil ich uns eine Sämaschine besorgt habe. Denn laut Zeitplan müsste es auf jeden Fall noch in diesem Monat möglich sein, auf jeden Fall Gras anzusehen. Und das möchte ich gerne tun, denn ich habe mittlerweile die Felder hier eingeteilt und das zeige ich euch jetzt gerade mal. So, dazu gehen wir hier in die Karte. So, und da seht ihr jetzt also, dass ich hier die Felder eingeteilt habe. Wir werden jetzt hier ein schönes großes Feld haben, dann hier ein Feld und hier ein Querfeld. Und dieses Feld hier, das ist auch sehr, sehr schön groß. Das soll ein Grasfeld erstmal werden. Und damit wir da nämlich dann Gras haben für unseren Fermentersilo. Und dann können wir dann jede Menge auch in die BGA dann anschließend werfen. Dann haben wir hier noch ein kleines Feld. Ich denke, da werden wir auch erstmal Gras ansehen. Und hier haben wir dann noch dieses Feld. Und den Teil, den müssen wir erst noch ernten. Da ist noch der Mais drauf. So, und ich habe hier an der Stelle hier unseren Drescher schon mal in die Position gebracht, weil ich werde dann auf jeden Fall noch ein bisschen Mais ernten wollen, aber der Rest soll auf jeden Fall oder soll auf jeden Fall noch einiges gehäckselt werden. So, okay, das also dazu. Den müssen wir jetzt erstmal auffüllen. Und warum ich jetzt auf diese Idee gekommen bin, naja gut, bei Regen können wir auf jeden Fall ansehen. Und so, jetzt müssen wir mal schauen, müssen wir den aufklappen. Okay, dann müsste man doch jetzt mit der Befüllung starten können. Yep. Und dann werden wir hier Saatgut, Gras, so, genau. So, ist voll. Ihr seht es nämlich auch da oben, unser Konto leert sich langsam, nur noch 81.000. Dafür haben wir aber auch die Sämaschine hier mit Grubber. Also eine Direktsaatmaschine haben wir auch gleich gekauft. Ansonsten denke ich, werden wir eine Einzelkornmaschine noch besorgen. Denn da ich nicht unbedingt ein neues Schneidwerk kaufen möchte, werden wir in erster Linie zumindest die erste Saison Mais und Sonnenblumen ansehen. So, hier ist unser Feld. Und ihr seht es, ich habe jetzt wie gesagt hier schon mal die Feldränder bearbeitet, weil hier mit diesen Texturen, das kostet uns erstmal nichts. Aber um da jetzt das alles schon schön zu machen mit Fahrspuren und so weiter, ja, da müssen wir glaube ich noch ein bisschen sparen. Okay, wir klappen die Maschine aus. Die soll in Summe 6 Meter Sehbreite haben oder Arbeitsbreite und 160 PS unser Schlepper hier hat 175, das heißt, das sollte eigentlich gehen. So. Okay. So, Gras ist eingestellt und dann ab die Post. Na. Aus. Okay. Ja, scheint zu funktionieren, scheint ja zu machen. Ja, wie gesagt, dann werden wir dieses Feld hier auf jeden Fall erstmal als Grasfeld benutzen. Und das heißt, da können wir jede Menge Gras machen, um dann eben daraus Silage zu produzieren, sodass wir dann hoffentlich unsere BGA das ganze Jahr über am Laufen haben. So. Bin ich gerade ein bisschen irritiert gewesen, weil ich konnte jetzt selber hier gar nicht das, die Maschine absenken. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Fahrspur wieder finden. Ja, und es ist extrem dunkel. So, okay.
ablassen. Natürlich, klar. So. Am Arsch bin ich mal aber auch wie vernagelt. Dann machen wir noch ein Vorgewende. Hinten auf der Seite haben wir genügend Platz zum Wenden. Und dann können wir den auf die Reise schicken. Ich lasse dann ein kleines bisschen die Zeit vorspulen, weil gehäckselt werden soll auf jeden Fall auch noch. So. Ja, und was natürlich dann die Arbeiten angeht, wie Kalken und Düngen. Düngen werden wir natürlich dann mit den Gärresten aus der BGA. Aber kalken müssen wir mal sehen, denn diese Felder erstmal hier im großen Stil zu kalken, das wird uns jede Menge Geld kosten. Und das Geld haben wir im Moment noch nicht. Da müssen wir dann mal sehen, wie wir das am besten hinkriegen. So. Dann steigen wir hier mal kurz aus. Ja, Schönbau, wie gesagt, geht noch nicht. Wir müssen also erstmal hier mit diesen Texturen als solches leben. Aber naja, geht schon. Okay. So. Gras im Wachstum, erwarteter Ertrag 63%. Ja, klar, natürlich. Weil wir müssten unbedingt kalken. Noch keine Daten vorhanden. Hier ist er. Okay. pH-Wert 6 und natürlich Stickstoff noch überhaupt gar nichts drauf. Okay, da müssen wir dann einiges tun. Gut. Er wird erstmal ohne uns zurechtkommen. So. Ihn habe ich bereits aufgefüllt. Dann können wir jetzt erstmal mit ihm losfahren und in Position bringen für eine weitere Runde häckseln. Und dann werden wir natürlich das Fahrzeug, das hatten wir ja nur gemietet, bald zurückgeben, weil die Mietkosten gehen natürlich, ja, es geht ganz schön in die Kosten. Ins Geld. Die Kosten gehen ganz schön ins Geld. So ist es richtig. So, was mich vorhin ein kleines bisschen überrascht hat, ist... es sieht so aus, als hätte der Regen aufgehört. Sehr schön, dann können wir ja, dann passt es genau. So, dann lasst uns aber hier nochmal ganz schnell die Zeit wieder auf Echtzeit runterdrücken, weil es ist November und wann es dunkel wird, ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Ja, was ich sagen wollte, war das vorhin, als ich mit dem Drescher aufs Feld gefahren bin, er tatsächlich angeboten hätte, dass wir ernten, aber dass der Ertrag deutlich geringer wird. Und da bin ich jetzt gerade ein bisschen überlegen, war das nicht eigentlich so, dass wir generell hatten nicht ernten können während dem Regen? Naja, sei es drum. Wir fahren mit ihm jetzt ans Ende des Feldes und werden dann nach oben anfangen zu häckseln. So, jetzt müsste gleich wieder so ein Funkspruch zu hören sein. Ja, nee. Ja, weil es gibt nämlich zwei Stellen hier auf der Map, da hört man als immer, wenn man im Traktor vorbeifährt, so Art Funksprüche oder Radio, ich bin mir da nicht ganz sicher. So, dann werden wir ausklappen. Hinten das Rohr. Jupp. So. Den Fendt haben wir auch schon am Start. Und dann werden wir hier noch mal ein bisschen häckseln. So. Jetzt müsste ja eigentlich... Yep. Na also. Das Rohr ausrichten. Sehr schön.
Ja, 1200 Liter ungefähr haben wir jetzt schon in unserem Fermentersilo, fangen auch schon an, daraus Silage zu produzieren. Und jetzt werden wir hier noch ein paar Bahnen fahren und dann eben den Rest dann doch noch mit dem Drescher ernten. Dann können wir nämlich auch den Ernteauftrag, der ja noch offen ist, von Feld Nummer 7 auch endlich abschließen. Und dann passt das Ganze nämlich auch. I von John Deere. Ich bin letztens die A5 runtergefahren und bei Bruchsal gibt es ja ein John Deere Werk. Und wenn ich richtig gelesen habe, 40 Jahre John Deere in Deutschland, kann das sein? Also irgendein Jubiläum hat ja auf jeden Fall John Deere, feiert John Deere in Deutschland. Und wenn ihr das zufällig wisst, gerne mal bitte in die Kommentare reinschreiben. Ich bin mir da jetzt nicht ganz schlüssig. Ich glaube, es war 40 Jahre. Irgend sowas stand da jedenfalls. So, da oben wartet auch noch unser anderer Abfahrer. 6970. Dann schauen wir mal, ob unser Kollege, wendet der gerade auf dem Feld? Ja, der wendet gerade. Sehr schön. So, und wie viel haben wir hier? 92. Ja, dann kommen wir gar nicht bis hoch, so wie es aussieht. So, er ist voll. Wir hupen. Und dann fahren wir mal hier hoch und schicken ihn dann wieder zum Silo. Mal kurz schauen. So, auch hier seht ihr, habe ich bereits entsprechend gemalt. So, dann schauen wir mal, ob noch der Job Fermentersilo und da soll er hin. Macht er das? Wir machen erstmal hier und Licht. Und er fährt auf jeden Fall mal los. Ah ja, der wird auf jeden Fall hier lang fahren wollen zum Weg. Okay. So, jetzt wollen wir hier ja nicht das andere Feld zerstören. Dann fahren wir hier mal rückwärts rein. Ich hoffe, das gelingt mir. Ohne dass wir zu viel eigene Frucht kaputt fahren. Nur weil wir so großzügig sind gegenüber dem Nachbarn. Okay. Okay. Jupp, das passt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wenden müsste er ja. Ah ja. Okay, dann werden wir hier jetzt einmal so rumwenden. Sehr schön. So, ich habe es ja schon in der letzten Folge angesprochen, habe es auch nochmal angesprochen hier in der im letzten Video bei Neu-Mini-Brunn. Deswegen aber trotzdem nochmal die Frage an euch. Habt ihr euch schon Gedanken gemacht wegen dem Göweil DLC, dem DLC, dem ersten DLC des Jahres, das auch innerhalb des Season Passes zu bekommen ist? Der Preis steht ja jetzt mittlerweile auch fest, 9,99 €, so steht es auf der Giant-Seite. Und im Vorverkauf sozusagen 10% Rabatt, 8,99 €. Und Erscheinungstermin ist ja der 21. März.
Ja, dabei sind ja 9 Maschinen bzw. Anbaugeräte, zum Beispiel Ballenpressen, stationäre Ballenpressen, Ballenwickler und Frontladewerkzeuge, um Ballen zu transportieren. Würde mich mal interessieren, wer von euch schon einen Season Pass hat und wer beabsichtigt, dieses Göweil DLC sich gleich anzuschaffen. So, 45, mit dem kommen wir auf jeden Fall bis runter. Sehr gut. Ja, und wenn wir dann dieses Feld abgeerntet haben, ja, da gibt es ja nicht mehr allzu viel zu tun. Dann haben wir November, Dezember. Wir werden uns dann ein bisschen um die BGA kümmern und eventuell hier Silage abfahren bzw. Silage transportieren in die BGA. Und ansonsten, ja, da wir ja keine Tiere haben im Moment noch nicht und auch sonst die Feldbearbeitung, allzu viel gibt es da jetzt noch nicht zu tun. Das werden wir dann alles, denke ich, im Februar und im März machen. Vor allen Dingen dann auch das Düngen, die Gülleausbringung. Ja, werden wir dann doch relativ hier schnell vorspulen und schauen, dass wir dann, denke ich, im Februar oder im März uns dann wieder sehen, wenn hier die entsprechenden Arbeiten zu tätigen sind. So, was halt auf jeden Fall noch passieren wird, ist dann im Januar gibt es den besten Preis für Mais, oder? Schauen wir nochmal kurz nach. Mais, da haben wir 336, bester Preis, Januar, Februar. Ja, da werden wir natürlich dann verkaufen. Aha, er will wieder so rumfahren. Wir sind bei 90. Okay. So, ja, was er hier stehen lässt, da werden wir dann auf jeden Fall mit dem Drescher dann entsprechend noch einsammeln. So, auch hier ist voll. Dann werden wir den da hinten auf die Straße bringen und dann eben starten. Und dann schauen wir mal, wo der Fendt steckt, ob der schon wieder zurück ist. So, das müsste er jetzt ja den Weg ja sauber finden. Job erstellen, hessisches Fermentersilo. So, wo soll er hin? Zielposition hier. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht dann doch schon anfangen hier. Ob er das auch kann. Yep. Okay, sieht gut aus. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt den Funk oder das Radio, was auch immer es ist, zu hören bekommen. Ja, da war es in Englisch, beziehungsweise das war schon amerikanisch Slang. Gut. Da gibt es noch eine zweite Stelle, wo man das als hier zu hören bekommt, hier auf dieser Map. Ja, schauen wir mal. So, ihn schalten wir mal kurz aus, kostet ja nur Geld. Er arbeitet weiter und hat noch jede Menge Saatgut im Tank. Sehr schön, da haben wir eine schöne, schöne große Wiese. Dann, ich denke, dann im März, April werden wir die zum ersten Mal ernten können. Und der hier ist wohin? Ah ja, sehr schön, genau. Das passt. So. Ja, die Sonne steht schon ganz schön tief, 16.16 Uhr. Wir haben ja bald schon Sonnenuntergang hier im November. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen sputen, um hier das Feld abgeerntet zu bekommen. So. Wieder hinter den Häcksler. Häcksler einschalten. Oh ja. Da bin. Ah, kommt rum. Sehr gut.
Sehr schön. So. So, mal mit einem Auge links aufs Feld und mit dem anderen Auge gucken, dass wir nicht den Häcksler überholen. Ja, und während wir hier jetzt das Feld so langsam aber sicher hier ready machen, darf ich mich wieder hier recht herzlich bedanken. Wenn euch das hier gefällt, würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, dann auch die nächsten Folgen natürlich mit dabei sein könnt. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Unterstützung bis dahin und darf mich wie immer verabschieden mit Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.